Hey, auch wieder mal da. Ja, heute haben wir ein ganz spannendes Thema. Und das ist mein erstes Spezial live. Das heisst, ihr dürft mir wie immer auch Fragen stellen natürlich. Aber das ist jetzt ein Live für Abonnenten. Das sind 95 pro Monat, also es lohnt sich wirklich. Auch mit super Videos, wo ihr etwas lernen könnt. Hallo Sumia, guten Abend, wie geht's dir? Ja, das ist jetzt ganz neu und heute haben wir ein Thema, nämlich sexuelle Energie, was einem attraktiv macht, was andere Menschen anzieht auf dem Level. Da werde ich euch ein paar Sachen beibringen. Und ihr dürft mir natürlich auch Fragen dazu stellen oder auch sonst. Also ich habe auch meine Karte da dabei. Und wie gesagt, vielen Dank für die Likes und für die Rosen. Wenn ihr mir in dem Live Fragen stellen wollt, dann müsst ihr ein Abo lösen. Also es lohnt sich wirklich. Ich mache natürlich weiterhin auch gratis Lives. Und nachher sind wir sowieso auch weiterhin noch am Ritual. Vielen Dank, Mario. Schön, bist du wieder da. Ja, mir geht's super, bin gerade vom Kino und einkaufen rechtzeitig zurück zu deinem Live. Super, perfekt. Ja, ist jetzt noch so eine Probe, oder? Ist halt ganz neu mit diesem Abo jetzt, oder? Aber ich möchte mir mehr Zeit nehmen können für euch. Ich habe das Baby, ich habe eine Firma, ich habe noch einen anderen Job. Und um hier wirklich auch jetzt immer mehr wirklich für euch da sein zu können, weil in der letzten Zeit habt ihr vielleicht mitbekommen, war ich immer wieder mal sehr busy, oder? Ist das halt schon gut, wenn ich da ein bisschen Unterstützung bekomme, dass ihr da einfach so ein Abo, so ein TikTok-Abo löst für 5,90 Franken. Ist das. Und dann habt ihr einen Monat, also pro Monat ist das. Und dann habt ihr einen Monat, immer wenn ich live bin, in diesen Spezial-Lives für Abonnenten mit Spezialthemen, könnt ihr mir da Fragen stellen und so. Und das ist sowieso günstiger übrigens als natürlich WhatsApp-Business und so. Da kostet es nämlich 5 Franken für ein, zwei Fragen. Die meisten twinten das. Das ist natürlich auch sehr fokussiert, oder? Ist natürlich auch wieder was anderes und lohnt sich natürlich auch. Aber wie ihr seht, also ich versuche hier immer günstig zu bleiben und fair zu bleiben. Und wie gesagt, ich habe einiges vor. Auch möchte ich sehr, sehr gerne dieses Jahr für euch Spezial-Lives machen aus Ägypten, also von Originaltempeln, dass ich euch da mitnehmen kann und euch alles zeigen kann und ihr da dabei sein könnt. Vor allem der Osiris-Tempel in Abydos und den Dera-Tempel, der Geburtsort der Isis, der Göttin Isis. Also da gibt es so viel coole Sachen, die ich noch vorhabe. Und das ist natürlich gut, wenn ich dann hier auch ein bisschen euren Support habe mit so einem TikTok-Abo für diese Spezial-Lives. Weil es kann eben sein, dass ich das Ganze dann auch in eine TV-Sendung verwandelt. Also dass das Ganze dann auch im TV ausgestrahlt wird und ich habe da so ein paar Angebote. Und natürlich, ich habe noch ein paar Monate Zeit, weil das Baby ist noch sehr klein und so. Ja, total verständlich. Andere Kartenlegerinnen nehmen 1000 Coins pro Frage. Also das ist bei dir echt günstig. Wirklich? 1000 Coins? Ja, das, ich weiß nicht, wie viel das kostet in Franken. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Aber ja, ich meine, es kommt dann immer auch darauf an, ob sie es überhaupt können. Ich sage nur, ich bin weg von dieser TV-Sendung, wo ich mal war.
Und bei dieser TV-Sendung, wo ich mal war, und da habe ich wirklich auch gratis in der TV-Sendung, habe ich Wissen verbreitet und coole Sendungen gemacht. Also ich war die Einzige, wo die Leute gerne aufgenommen haben, wenn sie es nicht schauen konnten oder auch sonst, um es nochmals zu schauen und so, und Notizen gemacht und alles, zum spirituell lernen und sich weiterentwickeln, weil es wirklich auch etwas bringt. Und nicht nur, also Fragen stellen ist eine Sache, aber sich weiterentwickeln oder etwas wissen, was wichtig ist, ist eben auch noch gut. Und da haben die 250 Franken pro Stunde am Telefon berechnet. Ja. Da war die Minute 4,50 Franken. Weißt du, wie ich meine? Und da dachte ich mir, hey, also zu viel, wenn man es nicht kann, oder? Und ich würde mal sagen, um mal sogar nett das auszudrücken, 90% von den Leuten dort, die konnten das nicht. Bei diesem Shiva Spirit TV. Weil das ist echt viel. Ja, es gab Leute, die mussten Prepaid-Karten kaufen, um weiterhin anzurufen auf der Hotline, weil die Telefongesellschaft ihre Telefonlinie schon blockiert hatte, weil die Rechnung über 1000 Franken und so war. Das muss man sich mal vorstellen. Also da muss man schon etwas bieten, hä? Wenn dann jemand 1000 Franken pro Monat und mehr ausgibt. Zu quatschen. Aber ich sage euch auch ehrlich, also es hat schon gewisse Leute gegeben. Entschuldigung, ich tue auch ein bisschen Schweizerdeutsch. Es hat schon ein paar Leute gegeben, wo einfach haben wollen reden. Reden, 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 erzählen. Und ich so, ja, dir ist bewusst, gell, wir sind schon eine halbe Stunde dran, oder? Und dann hat es Leute gegeben, die haben mir gesagt, ich habe nicht so viel Geld, bitte sag mir nach 10 Minuten, oder? Damit ich nicht zu viel ausgebe. Und dann habe ich das wirklich gemacht. Ich so, okay, übrigens, 10 Minuten sind vorbei, gell? Damit sie ihr Budget kontrollieren können. Aber das haben die natürlich nicht so gerne gesehen von dem TV-Sender da. Und ich so, hey, ich mache Quality. Und ich habe dann auch, ich hab genug Kunden. Ich habe es nicht nötig, Leute im Abzocken. Im Gegenteil, ich muss kämpfen für mein Zeitmanagement, weil ich so viele Kunden habe, dass ich effektiv nicht mehr nachkomme. Teilweise. Also nicht mehr nachkommen. Es geht noch, ich kämpfe mich da durch, aber es wird eine Zeit kommen, da wird die Warteliste vielleicht einen Monat sein, um mit mir zu telefonieren. Oder? Und daher sind die Lives eben cool, oder? Da kann ich euch etwas beibringen, da kann ich euch etwas erzählen. Ihr helft mir, gewisse Kosten decken, oder? Wenn ihr so ein TikTok-Abo macht, dass ich da auch wirklich, wenn ich, wie gesagt, auf Ägypten gehe, oder? Das ist natürlich etwas anderes, mobiles Internet, oder? Dann kann ich ein gutes mobiles Internet posten und euch mitnehmen in Speziallives zu Tempel und so. Das ist dann geil. Also ich freue mich wirklich mega. Das ist definitiv fest im Plan. Vor allem eben der Abydos-Tempel und der Dendera-Tempel. Und ich bin sowieso ein bisschen crazy. Ich bin auch schon in Bermuda gsi, am Bermuda-Dreieck. Also ich werde an verschiedene Orte reisen, die nächsten Monate, Jahre, sehr, sehr gern euch die geilsten spirituellen Orte auf der Welt zeigen und von dort auch so geile Lives machen. Zum Beispiel Stonehenge. Stonehenge würde ich auch sehr gern mal euch mitnehmen und dort hergehen und andere Kraftorte. Ich habe sogar in Amerika habe ich einmal einen Kraftort besucht, der heißt Sedona. Und also der ist in Arizona, wirklich so in den Bergen, so rote Berge wie roter Sand. Ist sehr, sehr spannend gewesen. Also lauter spirituelle Leute, Kartenlecker, hat es dort gehabt, Hexenstyle. Ich so, hey, das ist genau der richtige Ort für mich da, oder? Also ist eine sehr, sehr schöne Reise gewesen damals. Und ich bin allgemein jemand, der das halt sehr gern hat. Und überhaupt auch Geschichte, spirituelle Geschichte, all das. Das tue ich sehr, sehr gern beleuchten, so ein bisschen Columbo-Style, aber spirituell. Also, ich gehe sicher auch wieder mal auf Rom, oder? In Rom gibt es so viele geile geschichtliche Sachen auch zum zeigen.
Und da werde ich natürlich dann auch, oder, Speziallives und alles machen für euch. Aber natürlich da auch in der Schweiz, da sind wir zuhause. Da gibt es ganz viele coole Kraftorte. Wir haben da in den Bergen fünfdimensionale Vibrationen. In anderen Ländern findet man das nicht so leicht. Und saubere Luft und wirklich hohe Energie, wo man meditieren kann, wo man Ritual machen kann, das wissen viele nicht, aber die Schweiz hat schon eine rechte Hexengeschichte. Ja. Und das werde ich euch auch zeigen. So. Und daher also supportet und löset so ein Abo. Also. Ich erzähle euch jetzt mal etwas über das Thema, das wir heute haben, nämlich eben die sexuelle Energie. Wie sind wir attraktiv für andere Leute? Wie sind wir es nicht? Was sorgt dafür? Es hat sehr viel mit unserer Energie zu tun in bestimmten Punkten in der Aura. Wenn man die Aura anschaut, in der unteren Hälfte, das heisst bei der Bauchgegend vor allem, bestimmt es eigentlich, was wir für eine sexuelle Energie ausstrahlen. Es bestimmt, ob andere uns attraktiv finden, mit uns zusammen sein wollen oder eben zum Beispiel nur befreundet, zu wenig Gefühl haben, keine Beziehung wollen. Das ist schon sehr verbunden mit dieser Thematik. Wenn man natürlich mit jemandem unsere Energie teilt, das heisst Sex haben, wo die Energie nicht gut ist, dann vermischt sich das. Also wir übernehmen halt ein Stück von dieser Energie. Und wenn wir ein Stück von dieser Energie übernehmen, dann beeinflusst es unsere Ausstrahlung. Und blockiert teilweise gewisse Beziehungen, die hätten, könnten sie und Potenzial gehabt hätten. Und kannst du mal bei mir reinschauen, passend zum Thema, wie da meine Energie so ist? Sehr gerne, liebe Sumi. Also, ich schaue mal gleich rein bei dir. Also, ich bin immer ehrlich, das kann ich euch versprechen. Ich sehe, dass halt schon auch ein paar vergangene Energien noch da sind, die du wegreinigen könntest. Also, du würdest profitieren und deine Aura, wenn du das, vor allem mit der Zwillingsseele, kannst du das eigentlich sehr gut machen, oder? Wenn du da ein bisschen dahinter gehst. Das hat viel mit der Kundalini-Energie zu tun. Kundalini habe ich, glaube ich, das letzte Mal auch schon erwähnt, wo wir gesprochen haben. Alle Chakren nach oben fließend, das ist die sogenannte Kundalini-Energie. Und mit dieser, wenn man diese entfacht und verstärkt, dann kann man eben alle Chakren reinigen und vor allem die sexuellen Chakren und alles wie neu aufsetzen. Es gibt auch Kundalini-Reiki. Also ich mache auch Reiki-Einweihungen. Ich bin multiple Reiki-Meisterin. Meisterin/Lehrerin. Und ich kann euch hier auch Einweihungen machen. Angefangen immer als Basis mit Usui-Reiki nennt sich das. Das kommt aus Japan. Also Dr. Usui hat das Ganze aufgebaut. Das ist das Klassische. Und dann gibt es eben, wie gesagt, Kundalini-Reiki. Da tut dann automatisch diese Kundalini-Energie steigen und man hat zwei Einweihungen. Und dann kommt die Meistereinweihung und dann hat man so eine starke Kundalini-Energie, dass alles weggereinigt ist, wenn es um so Blockaden oder so geht. Das andere ist auch so Räucherung, das ist eine Methode von meiner Großmutter, deckt sich aber auch mit altägyptischen Methoden. Das ist eine sehr, sehr feine, feine, feine Mischung aus Ägypten importiert. Und das nennt sich Löwenfuß, Löwenfuß-Mix, weil es halt so wie kleine Löwenfüßchen-mäßige Pflanzen drin hat. Also ist kein echter Löwenfuß natürlich. Und dieses rote Holz, das riecht extrem gut. Bisschen Salbei hat es auch dabei und eine Anleitung. Und das sind alles Sachen, wo man machen kann, um diese Chakren zu bearbeiten. Es gibt auch solche Methoden, die angewandt werden von berühmten Leuten, zum Beispiel Sängern, Schauspielern. Die müssen vor allem auch für ihren Job auf ihre Aura achten und dass sie da die richtige Ausstrahlung haben. Und das ist halt sehr, sehr verbunden miteinander. Jetzt ist es aber auch so,
Okay, gut zu wissen, ich werde darauf zurückkommen. Vielen Dank, liebe Susanne. Immer gern. Ich bin immer da, um noch privater und tiefer darüber zu sprechen, natürlich jederzeit. Es gibt natürlich auch hier gewisse Gedanken, die einen Unterschied machen können. Das heißt, je nachdem, wie wir denken, beeinflusst es eben auch unsere Chakren. Es ist wie das Steuerrad, unsere Gedanken. Und mit unseren Gedanken können wir Einfluss auf unsere eigenen Chakren nehmen und unsere eigene Aura sehr stark. Darum sage ich immer, versucht wie Affirmationen euch auszudenken. Positive Satz, oder? Ich sage jetzt einmal nur auf Schweizerdeutsch. Positive Satz aufschreiben am besten, vor euch herhängen. Zum Beispiel, ich finde mich sexy, ich finde mich sexy, ich finde mich sexy und euch das einhämmern. Also einhämmern, es geht nicht darum, einfach obsessiv das wiederholen oder so, sondern das wirklich glauben, das wirklich fühlen, wirklich Beziehung zu euch selber verbessern, euer eigenen Körper spüren, eure eigene Energie spüren und wie die nach außen fließt oder eben nicht. Ja? Weil wenn die nicht fließt, dann habt ihr eben eine Blockade und andere spüren euch auch nicht. Von dem kommen auch die sogenannten Schmetterlinge im Bauch. Die sogenannten Schmetterlinge im Bauch werden erzeugt von der spirituellen Energie, wo vor allem vom Sakralchakra, das ist unterhalb vom Bauchnabel, fließt oder nicht fließt, wenn man das zurückhaltet, wenn man scheu ist, wenn man, sagen wir mal, wir Frauen auch in der Gesellschaft und in der Erziehung denken, oh, ich bin eine Schlampe, oder? Wenn ich zum Beispiel Freude an Sex habe, oder wenn ich mich zu sexy anlege, oder zu sexy benimm, oder zu fest flirte, etc., etc., dann ist die Energie schon am Stocken. Verstehen Sie, wie ich meine? Und wenn man da entspannt und sich gut fühlt in seiner eigenen Haut und in seinem eigenen Körper, dann fließt die Energie. Und das ist genau so etwas, wo man halt auch Beziehung mit sich selber in Angriff nehmen sollte. Und dann kommt Beziehung mit jemand anderem automatisch. Ja? Also es kommt automatisch jemand in euer Leben und zu euch und in eine Beziehung mit euch, wenn ihr die Liebe sucht, wenn ihr Beziehung mit euch selber auf die Art, wie ich es euch da erkläre, heilt. Auf Vordermann bringt. Geniesst. Positiv betrachtet. So wie ihr euch selber behandelt, so werdet ihr auch von anderen behandelt. Also man zieht es wie an. Oder? Und es gibt viele Menschen, die hocken da und denken sich, warum falle ich immer auf die Falsche ein? Oder? Das liegt eben auch an dem, dass ihr eigentlich, wenn ihr eure Gedanken mal analysiert, herausfindet, hey, eigentlich denke ich noch regelmäßig negativ über mich selber und zweifle an mir. Verstehen Sie, wie ich meine? Und dann manifestiert ihr jemanden, der kommt und euch zum Zweifeln an euch bringt, durchs Verhalten und Wort und Taten und alles. Und genauso das Gegenteil. Wenn ihr euch selber wirklich liebt, so wie ihr seid und akzeptiert, so wie ihr seid, darum habe ich vorher eben auch gesagt, oder? Im Video, wegen dem Kind da, wegen dieser Frau da im Kopf, oder? Man muss Kinder ermutigen, dass sie an sich glauben und sich gut finden, so wie sie sind. Von klein auf, oder? Und nicht das Gegenteil. Sonst, wenn sie erwachsen sind oder ein Teenager sind, dann zweifeln sie die ganze Zeit an sich. Sie haben das Gefühl, ich muss die ganze Zeit irgendjemandem zurecht machen. Man kann sowieso nicht allen Menschen zurecht machen. Das könnt ihr vergessen, das gibt es nicht. Ja. Und das sind aber genau die Sachen, die mir am Herzen liegen, um euch auch beibringen. Oder? Ja, ich habe meine Karten da. Ja, ihr könnt mir Fragen stellen. Heute ist ein Spezial-Live, also im Chat. Der Chat ist nur für Abonnenten heute. Und da könnt ihr Fragen stellen, aber das Abo ist so billig, also wirklich 5,90 pro Monat ist nichts. Und es ist ein kleiner Support für mich, für meine Zeit, oder? Weil ich nehme die Auszeit jetzt vor allem auch in meinem Mutterschaftsurlaub, um für euch da zu sein. Und habe ja ein kleines Baby, das noch nicht mal 3 Monate alt ist.
Und daher wäre das urlieb, wenn ihr bei diesen Speziallives natürlich einfach so ein Abo löst und dann könnt ihr mir Fragen stellen. Ich habe verschiedene Karten da und ich kann für euch schon auch in Sachen spezifisch hineinschauen. Aber Fragen stellen ist eine Sache, sage ich immer. Und etwas begreifen und wirklich ändern, aktiv, ist eine andere Sache und mega wichtig. Wenn ich euch wirklich weiterhelfen will, dann kann ich nicht einfach nur Fragen beantworten. Es ist mir wichtig, mein Wissen auch mit euch zu teilen. Oder? Und da könnt natürlich alle auch reinschauen. Also das heisst, ihr braucht nicht einmal ein Abo, um natürlich reinschauen und das Wissen erfahren und dazu schauen. Ich würde gerne jemandem ein Abo schenken, weißt du, wie das geht? Oh, da bin ich überfragt. Habe ich noch nie gemacht. Musst mal schauen, im Account so Abo schenken, also kann ich doppelt Abo klicken. Ja, musst mal schauen, wie das geht und gib mir dann Bescheid, weil ich habe keine Ahnung, dann kann ich es mit den anderen auch teilen, wie das funktioniert. Das habe ich auch gesehen, ja, dass man eben ein Abo auch jemandem schenken kann. Das ist natürlich auch so eine coole Idee. Wenn ihr zum Beispiel eine Kollegin habt oder so, die das braucht. Weil ich werde wirklich, also, ihr habt noch nichts gesehen. The best is yet to come. Wie der Michael so schön sagen würde. Ich habe noch gar noch nicht richtig losgelegt. Die natürlich meine TV-Arbeit, die ich früher gemacht habe, gesehen haben, die wissen, was ich sonst auch für ein mega Wissen habe. Also ich habe auch bei Presseleuten gewissen und alles, habe ich Eindruck gemacht. Ich bin relativ jung, habe aber wirklich uraltes Wissen, wie eine Bibliothek, eine wandelnde, spirituelle Bibliothek. Und das Wissen, man sagt immer, Wissen ist Macht, oder? Und ich wollte euch zeigen, wie ihr euer Leben wirklich verbessert. Ich wollte euch aktiv weiterhelfen. Fragen beantworten ist einfach Information. Liebt mich der Mensch? Wird die Beziehung haben? Wird die Beziehung zustande kommen? All das. Ich bin gern für euch da und ich bin immer für euch da auf dem WhatsApp-Business. Ha? 079 511 67 12. Danke vielmals für die Blumen. Und da könnt ihr auch jeden Tag Fragen stellen. Ein, zwei Fragen sind immer 5 Stutz. Die meisten twinten das. Das ist easy und einfach. Einmal tue ich auch mal gratis, oder? Vor allem am Anfang, oder? Bei jungen Leuten, die eh noch nicht arbeiten und so. Aber eben, 5 Stutz für 2 Fragen ist nicht viel. Und ich nehme mir wirklich Zeit. Und ich versuche euch da wirklich auch etwas mit auf den Weg zu geben und mehr als nur die Frage beantworten. Aber ihr seht den Unterschied. Wissen ist das, was wirklich euch weiterbringt. Wenn ihr etwas lernt, wenn ihr etwas begreift, wenn ihr da etwas ändert, wenn ihr an eurer Energie etwas ändert, Ausstrahlung, wie ich vorher erklärt habe, da könnt ihr aktiv eure Zukunft eigentlich in die Hand nehmen. Es ist nicht so, ihr hockt einfach da und Zukunft passiert. Das ist sehr, sehr wichtig, um da zu erklären. Okay, ich gucke mal. Sie und Black Clover, ich mag sie und sie fehlt hier voll. Ich weiß, dass sie auch gerne kommentieren will. Ja, und sie hatte gesagt, irgendwie bekommt sie das nicht hin, dass sie das irgendwie aufladen kann für TikTok. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ja. Ja, schaust mal, ob das funktioniert. Also, wie gesagt, sehr viele Menschen haben mir schon gesagt, wegen dem Kartenlegen zum Beispiel, ich habe Angst, oder? Ich habe Angst, Zukunft zu erfahren. Ich will es nicht wissen. Und ich so. Die meisten Sachen in der Zukunft sind nicht in Stein gemeißelt. Es ist nicht so, hey, look, das und das passiert, das und das wirst du machen, das und das wirst du entscheiden. Und man ist einfach wie ein passives Opfer und kann nichts dagegen machen. Die Zukunft ist nicht einfach etwas, was einem passiert und fertig. Sondern wir machen sie, wir formen sie. Zu 80% mindestens ist die Zukunft flexibel. Heute, im Hier und Jetzt,
Und natürlich mit gewissen Einflüssen aus der Vergangenheit, wenn wir die Vergangenheit mittragen, tun wir eigentlich unsere Zukunft formen. Und die alten Ägypter haben das verstanden. Und darum sage ich zum Beispiel immer, wenn man Karten legt, sieht man, aha, da stehe ich und da ziele ich her. Auf diesem Weg laufe ich gerade. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Es ist hilfreich. Wieso? Weil, wenn man sieht, ah, okay, auf dem Weg passiert da vorne das und das, wo ich nicht so will. Dann kann ich jetzt wie Kurskorrektur machen und nachher passiert das eben dann und dann auf dem Weg nach vorne in die Zukunft nicht. Verstehen, wie ich meine? Das heisst, Karten legen hilft auch, zum Zukunft analysieren, um sie zu verbessern, bevor sie eintritt. Schade, kommt gerade nicht dahinter, wie das geht. Werde später nach dem Live mal googeln, wie das geht. Okay, das ist cool. Finde ich echt cool von dir. Ja, also ich habe keine Ahnung. Ich muss dann nachher auch schauen, ob ich das irgendwo erlauben muss oder drücken muss etwas. Keine Ahnung. Ja. Ja. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo übrigens sehr, sehr viel Selbstzweifel herrscht. Es hat, glaube ich, noch nie so viel Hater gegeben wie heute. Warum? Wir haben das Internet. Jeder kann ein bisschen rein und haten, anonym. Man kann ein Fake-Profil machen, niemand weiß, wer man ist. Und alle tun wie einander abmachen, abmachen, abmachen. Selbstvertrauen, wie es eigentlich wirklich die Energie richtig, richtig öffnet, ist selten geworden. Und das finde ich schade, weil es ist wichtig und alles andere bringt halt einfach nichts. Sei das jetzt im Job, zum erfolgreich sein, Karriere, Privatleben. Sogar wenn es darum geht, dass man zum Beispiel ein Kind haben will, Fruchtbarkeit, die wird beeinflusst. Wenn ihr die Energie blockiert in den Sexualchakren, dann ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass eine Schwangerschaft einfach nicht eintreten will. Da kann man noch so Sex haben und auf die Uhr schauen und ah, jetzt habe ich die fruchtbaren Tage und jetzt habe ich den Eisprung schnell und nicht richtig dabei sein und die Energie fließt nicht richtig und nichts passiert. Das ist auch so ein Thema, wo ich mich sehr gut auskenne und auch schon Menschen geholfen habe, dass da klappen tut. Oder? Also das, was ich euch erzähle, das weiss ich wirklich mit Sicherheit. Bei mir hat es 3 Jahre gedauert, jetzt weiss ich auch warum. Und wenn du zurückdenkst und an die Beziehung und wie sie war und wie er war, dann weißt du eben auch warum. Ja, er hat nicht gerade unterstützt, dass du dich super fühlst mit ihm. Sonst wärt ihr jetzt noch zusammen. Verstehst du, wie ich meine? Ja, und das sind halt alles Sachen, die wirklich hier einen Unterschied machen. Es gibt ganz, ganz arme Menschen, die halt die ganze Zeit versuchen, ein Kind zu bekommen und es funktioniert einfach nicht. Und so ein Wissen, wie ich euch das hier erzähle, das bekommt ihr halt nicht so schnell irgendwo anders. Weil es ist uralt, es ist altägyptisches Wissen hauptsächlich. Die alten Ägypter haben auch auf Tempeln ganz klare medizinische Darstellungen sogar. Das heißt Beweise, also es gibt Beweise über das, was ich euch erzähle, über Geburtentechnik und Schwangerschaft und all das, Operationen etc., medizinische, also die alten Ägypter hatten es wirklich drauf und man kann extrem viel lernen und das ist halt einfach etwas, was ich jetzt inzwischen etwa, jetzt muss ich genau überlegen, ja, krass. Also 19 Jahre, bald sind es 20 Jahre, dass ich das Ganze studiere sozusagen im Sinn von, also dass ich wirklich auch mich befasse mit den Details, abgesehen davon, dass ich gewisse Erinnerungen habe an ein vergangenes Leben im alten Ägypten. So hat das ja angefangen bei mir. Klingt lustig, weil ich bin Ägypterin, aber so ist das halt einfach gewesen bei mir, oder? Vielleicht ist das auch der Grund, dass ich wieder Ägypterin bin, damit das wie so
wie die Faust aufs Auge oder mir nicht entkommen kann und ich mich damit befassen musste in diesem Leben. Du bist schon ein ganz alter Hase in der Branche. Ja, liebe Sumia, das ist so. Ich befasse mich schon jetzt über 20 Jahre mit Spiritualität intensiv im Sinn von Training. Was gibt es alles? Ich habe mich auch mit den Druiden befasst früher und den Hexen von Avalon und mit Runen. Ich habe effektiv ganz klassisch Runen, die habe ich euch noch nie gezeigt. Also wenn ich die dann mal auspacke, das ist dann auch etwas, seht ihr, für so Speziallives, wo ich auch wirklich noch mehr so sehr privates preisgebe, oder? Weil diese Runen habe ich noch nie angewandt bisher, weder in Lives noch für Kunden über WhatsApp und so. Habe ich aus Holz hergestellt in der Holzwerkstatt. Habe ich effektiv auch die Runen mit meinem eigenen Blut also eingeritzt und eingezeichnet, so wie das eben traditionell gemacht wurde. Also ich nehme solche Sachen sehr ernst und habe noch lange nicht mein ganzes Wissen und Techniken gezeigt. Kannst du eigentlich auch Handlesen, Susan? Das kann ich und das ist natürlich schwierig, wenn man hier live ist, oder? Weil ich sehe deine Hand nicht, oder? Dafür muss ich natürlich ein Foto von der Hand haben, am besten beiden Händen, weil man kann effektiv gewisse Sachen aus der rechten und andere aus der linken lesen. Es ist nicht mein Mega-Fokus, aber ich kann's. Wenn wir von spirituellen Sachen reden, vor allem eben auch im Zusammenhang mit dem Thema sexuelle Energie, attraktiv sein etc., brauche ich das Körperliche eben gar nicht. Oder? Also wirklich, hört mir genau zu. Es ist egal, wie ihr ausgesehen. Es ist egal, ob ihr dünn oder dick sind. Es ist egal, ob ihr älter oder jünger sind. Alles, was zählt, ist die Energie. All that matters is the Energy. Ja? Wie eure Energie ist, bestimmt euer Leben. Und darum, ich zum Beispiel, wir reden von spirituellen Sachen, ich brauche den Körper nicht. Ich muss kein Foto von euch sehen, ich brauche kein Geburtsdatum, nichts. Ich muss mich nur mit eurer Energie verbinden und die lesen. Und aus der kann ich alles rausholen. Ich kann eure Seele durchscannen, ich kann in vergangene Leben hineinschauen, ich kann die Energie im Herzchakra zum Beispiel und in allen Chakren sehen. Ich kann zum Beispiel die Nuance sehen. Ah, im Herzchakra ist zum Beispiel eine kleine Trauer. Okay, schauen wir genauer rein. Ah, das kommt aus dem, ah, das kommt aus der Kindheit teilweise, das kommt aus dem vergangenen Leben, das kommt von dem Ex-Partner, das kommt von dieser Erfahrung. Ich kann sogar wie die Energie erkennen, bei Frauen zum Beispiel, wo vergewaltigt worden sind. Oder? Also, auch wenn es Jahre her ist, das kann man sehen. In der Aura, in der Energie. Und daher, all that matters is your energy. Merkt euch das. Es ist völlig egal, wie ihr ausseht. Und darum sage ich, glaubt an euch. Fühlt euch gut. Tönt eine gute Energie aufbauen. Und dann ist auch eure Gesundheit besser. Deswegen bist du immer meine Number One, weil du Sachen sehen kannst, die keiner so sehen kann. Ja, so ganz, ganz keiner würde ich schon nicht mir anmaßen zu sagen. Ich habe auch schon. Gut, ist halt selten, oder? Gebe ich schon zu. Aber ich habe auch schon jemanden kennengelernt, das war ein Mann. Ein Deutscher. Der ist in Deutschland. Ich weiß nicht, ob der noch lebt. Das war ein älterer und ist eine Weile her. Aber der hatte es krass drauf. Der hatte es wirklich krass drauf. Und der sah ganz herkömmlich aus. Und er hat mir erzählt, als ich ihn gefragt habe, dass er mal vor 20 Jahren damals und so eine Einweihung mit einem Schamanen hatte und danach konnte er einfach alles sehen. Und ich so, krass. Und er ist ursprünglich Maschineningenieur oder so etwas. Also wirklich sieht aus wie so der typische Deutsche im Biergarten und so. Also da würdest du nie denken, dass der irgendwie voll spirituell oder so ist. Aber der hatte es krass drauf. Ich war 2 Tage lang schockiert. So gut war der.
Und der hat übrigens nicht, er hat durch die Hand gearbeitet, aber er hat nicht die Linien angeschaut, sondern er hat hier, hat er so wie seine Hand hingetan bei dem Handgelenk und irgendwie die Augen zugemacht und konnte er alles über dich sehen. Alles, alles. Das war bevor Michael gestorben ist und er hat mir gesagt, ich soll aufpassen, weil jemand, der mir nahesteht, gehen wird und ich nicht mitleiden soll, sonst würde ich krank werden. Also es war wirklich schockierend. Der Typ war echt gut. Und daher so, nur ich. Ist schon nicht so. Es gibt schon noch andere, aber es ist selten. Das sage ich auch ganz ehrlich. Also, ich weiß gar nicht. Ich schaue mal kurz. Ich schaue mal kurz, ob seine Website noch da ist. Google. Warst du eigentlich schon mal in Deutschland? Ja, ein paar Mal. Ein paar Mal. Meine Schwester hat in Berlin gelebt. Eine Weile. Auch. Karl-Heinz hieß er. Oh. Oh. Ich glaube, den gibt's noch. Also, gut. Ich werde ihn halt einfach empfehlen, weil ich finde den cool. Also ich hatte wirklich seit da keinen Kontakt mehr oder so, gell? Aber der nennt sich der Handleser. Einfach ganz simpel, ne? Der Handleser. Karl-Heinz Heydrich, wenn ich mich recht erinnere, hieß der mit vollem Namen, aus Bremerhaven. Das war der Typ. Das war der krasse Typ. Ah, krass wie ich, Berlin. Hey, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich gemeldet, wo ich da war. Aber jetzt ist er nicht mehr dort. Aber andere Freunde, wenn ich die mal besuchen gehe oder so, dann melde ich mich. Oder meintest du, du warst in Berlin und jetzt nicht mehr? Jedenfalls, liebe Lütlis, es ist wirklich krass. Also es gibt Menschen, die können das wirklich. So Sachen, wie man da drüber redet. Energie lesen, Sachen wissen aus der Zukunft, wo man wissen kann, wo dann wirklich passiert. Auch krasse Sachen. Es gibt wirklich vieles im Leben. Aber es ist nicht immer einfach, damit auch umzugehen, oder? Das ist aber nicht das Thema von heute. Eigentlich das Thema von heute ist, wie gesagt, sexuelle Energie und wie man attraktiv ist oder wie man halt auch nicht attraktiv ist für die Menschen. Und das ist ja nicht nur sexuelle Energie. Attraktiv sein kann auch für Freundschaft sein, kann auch für Job sein, für Karriere, oder? Und da reden wir dann nicht mehr von den unteren Chakren nur, sondern man redet dann eigentlich von den oberen, oder? Wenn, vor allem beim Herzchakra und beim Solarplexus, der ist überhalb vom Bauchnabel, die Energie stimmt, dann zieht er das Vertrauen an von den Mitmenschen, dann haben er beim Jobinterview sehr, sehr große Chancen und ein Plus, oder? Also das ist sehr, sehr wichtig, auch das dritte Auge, oder? Wie man das handhabt, ist echt zentral. Das sind unsere Gedanken, die gesteuert werden. Unsere Gedanken steuern unsere Chakren. Wir denken negativ über uns, die Energie wird negativ. Wir denken positiv, die Energie wird positiv. Und das alles beeinflusst ja das. Und darum ist es eben so wichtig, dass man auch weiß, durch gewisse Techniken, wie man das bearbeitet. Weil heutzutage sind wir leider in der Gesellschaft, im Vergleich zum Beispiel zum alten Ägypten, wo es halt wirklich nicht mehr so ist, dass die Menschen das allgemeine Wissen haben. Oder? Sehr viele Menschen leiden, sehr viele Menschen haben ein mangelndes Selbstbewusstsein, vertrauen sich selber nicht, wenn wir mal ehrlich sind, vertrauen auch anderen nicht, vertrauen der Zukunft nicht, vertrauen am eigenen Körper nicht. Und das ist
Kein Leben eigentlich, oder? So kann man sein Leben nicht geniessen. So, dann darf ich noch eine Sache fragen, weil die Frage hat hier jemand mal gestellt und hat mich dann auch interessiert. Und zwar, kannst du ein Geheimnis sehen, was ich noch nicht über mich weiß, wenn das geht? Ein Geheimnis, was du noch nicht über dich selbst weißt. Ja, das ist halt immer so ein Thema. Ich gebe hier gleich ein Beispiel. Ich hatte mal einen Kollegen, der ist Atheist und glaubt überhaupt nicht an irgendwas und all diese Sachen. Und er hatte mich dann herausgefordert, ihm etwas zu sagen, was er niemandem erzählt hat. Also da ging es dann um ein Geheimnis, was er wusste, oder? Und dann habe ich so kurz reingeschaut und dann habe ich etwas gesehen, wo er 16 war, und da habe ich ihm das gesagt und da war der so schockiert. War nicht so lustig. Also klar haben wir später drüber gelacht, aber war nicht so lustig für ihn, oder, dass das wirklich dann zutraf. Und daher so ein Geheimnis fragst du jetzt vor allem, wo du noch nicht über dich selbst weißt. Da gibt es vieles, zum Beispiel gewisse Erinnerungen bei vergangenen Leben, die wie verschlossen sind, die man nicht mehr antasten sollte. Vergiss nicht, vergangene Leben sind abgeschlossen. Du bist in einem neuen Leben, oder? Und das ist immer so ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer, wenn du verstehst, was ich meine. Oder? Und daher mache ich das eigentlich nicht so gerne. Vor allem live vor anderen Leuten, verstehst du, wie ich meine? Da geht es um ganz sensible Sachen teilweise, die, wenn ich sie dir sage, so eine Erinnerung an ein vergangenes Leben aufkratzen können. Und das ist halt nicht immer gut, oder? Weil du sagst Geheimnis. Also reden wir wirklich von Sachen, die für dich ein Geheimnis darstellen und du nicht weißt. Aber es geht um dich. Und es hat alles seinen Grund, warum wir die Erinnerung verlieren, wenn wir sterben und dann wiedergeboren werden, damit wir halt eben neu anfangen können. Sonst wären wir viel zu belastet mit der Vergangenheit, oder? Hey, Flamme! Danke vielmals fürs Abo. Das ist toll. Jetzt kannst du auch Fragen stellen. Oder auch Hochdeutsch. Ich kann das natürlich auch auf Hochdeutsch beantworten. Alles kein Problem. Ja, und ich schaue noch schnell wegen dem Ritual. Ich bin in einem Ritual und komme dann auch für das Ritual die nächsten Tage live. Es ist ein Ritual von ein paar Tagen und ich wollte wissen, was ist die Energie von heute. Und es ist interessant, weil das ist mein Sternzeichen, das mich da anschaut, wieder. Die Kämpferische. Das heisst, wir sind wirklich in der, obwohl wir eigentlich erst im Februar sind wir schon in der Wiederenergie, also schon, zumindest heute. Darunter gibt es ganz viel, wo ich alles wieder damit machen kann, heute bei diesem Ritual. Habe ich eigentlich eher schlechtes Karma oder gutes? Das wäre auch noch interessant für mich. Also, gutes Karma bedeutet, dass man wie ein Plus hat, so wie etwas gut beim Universum. Schlechtes Karma ist, man muss wie eine Rechnung bezahlen. Man muss wie gewisse Dinge wieder gut machen, heilen, auch für andere sozusagen. Von dem kommt ja das schlechte Karma in dem Sinn. Wir haben alle eigentlich beides. Bei dir ist es mehr positiv als negativ. Das Negative kommt nicht von dir selbst, sondern von deiner Zwillingsseele, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber da ihr die gleiche Seele seid, kann er etwas verbocken und du musst mit baden. Du musst es mit ausbaden. Oder? Da gibt es schon ein paar negative Sachen, aber hauptsächlich ist eigentlich positives Karma. Und daher konzentriere dich auf das. Und alles andere wird sich mit der Zeit zeigen, Schritt für Schritt kannst du mit deiner Zwillingsseele daran arbeiten, dass das Schlechte neutralisiert wird. Das ist übrigens auch der Grund, warum du auf gewisse Weise leidest in diesem Leben, weil du eben das mit ausbaden musst. Aber guck, solche Dinge haben wir alle mit der Zwillingsseele.
Na bravo, danke Tupac. Spaß, ich verstehe das schon. Ja. Flamme, hallo Liebe, ich will dich fragen, hat Armin 53 Interesse an mir oder nicht? Susanne 54, danke schön. Also, ich schau mal in die Karten und dann schaue ich genau, was die Energie macht zwischen euch auf der sexuellen und auf der Herzebene. Also, Signale. Signale gibt er dir schon mal. Das ist klar. Das heißt, du wirst natürlich keine Hoffnung haben sonst. Perfectionism, okay? Das zeigt uns auch, dass da ein bisschen ein Druck herrscht, dass er irgendwie alles so gut wie möglich machen möchte und Angst hat, Fehler zu begehen. Er hat gewisse schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit, gehabt. Ich möchte es nicht allzu privat werden, aber halt auch auf der sexuellen Ebene, aber auch auf der emotionalen Ebene. Das hält ihn zurück. Darum findest du es ja nicht so einfach, aus ihm zu lesen, ob er Interesse hat oder nicht. Das Interesse ist da. Er kann es nur nicht so gut zeigen, wegen seiner Vergangenheit. Ja. Was ich aber ansonsten sehe, ist, dass eure Energie sehr gut wäre füreinander. Das heißt, wenn ihr zusammenkommen würdet, dann würde das beiden sehr gut tun und Heilung bringen. Für das Herz und für die sexuelle Energie. Da du die weibliche Person bist und er männlich, kannst du wie eine Blume, die Biene, kannst du ihn anziehen. Achte auf das, was ich heute auch hier erzählt habe in diesem Live. Übrigens, diese Lives kommen nachher immer auch auf YouTube. MJ Twin Flame Soul ist auch der Name vom Kanal da, wenn du es verpasst hast. Vor allem, wenn es hier dann um Lernen geht und Wissen. Arbeite daran, dich wohlzufühlen. Fühle dich gut in deinem Körper. Entfalte deine sexuelle Energie. Lass sie fließen. Hab Freude daran. Das wird ihn anziehen. Ja, damit ihr die Chance habt, oder, zusammenzukommen. Also da gibt es definitiv Potenzial. So, ich habe jetzt einfach mal auf Hochdeutsch, weil ich bin einmal nicht sicher, ich habe auch immer mehr Leute aus Deutschland, die eben auch da zuschauen und Fragen stellen, auch in den anderen Lives vor allem. Und wie gesagt, also wäre mega cool, also wenn ihr da ein Abo löst, dann könnt ihr mir bei diesen Speziallives, wenn ich das jetzt gerade eben mache, Fragen stellen. Danke, Liebe, immer gerne. Könnt ihr mir da auch Fragen stellen, etwas erzählen zu einem Thema, mich bitten, zum Beispiel das und das noch beleuchten am Thema, wo wir gerade dran sind. Eben nämlich halt Liebe, speziell sexuelle Energie, Attraktivität, wie kommt man attraktiv über bei anderen Menschen, wie zieht man andere Menschen an, freundschaftlich, sexuell, karrieremäßig, das kommt eigentlich alles aufs Gleiche raus. Man muss an sich glauben, man muss eine gewisse positive Energie ausstrahlen, es ist dann wirklich, es kommt wirklich raus und trifft andere und andere spüren es und reagieren darauf. Und wenn man blockiert ist, dann kommt nichts rüber. Keine Energie. Und dann gibt es so Situationen dann, aus so Gründen wie, du bist ja mega lieb und ich habe dich gern, aber es langt nicht für eine Beziehung oder ich will im Moment keine Beziehung und alles, die Ausreden, wo halt wirklich schlussendlich heissen, Gefühle sind nicht genug. Und ein Stück weit rede ich schon von Manifestieren oder Beeinflussen von Gefühlen, aber auf eine weismagische, ganz natürliche Art. Nicht schwarze Magie. Einfach nur an euch glauben. Einem anderen Menschen einfach die Chance geben, euch zu spüren, eure Energie überhaupt zu spüren und sich damit verbinden. Das entscheidet, ob ihr zum Beispiel in eine Beziehung kommt mit jemandem oder nicht. Und klar könnt ihr mir Fragen stellen und ich kann euch Karten ziehen und sagen, ja, mal, ihr kommt zusammen, ihr kommt nicht zusammen. Aber das ist nicht alles. So schaffe ich nicht. Ich sage dir, ihr kommt zusammen, aber beachtet das und das. Bau auf dem und dem. Das und das machst du gut. So kommen wir zusammen. Oder?
ihr kommt nicht zusammen. Das und das ist der Grund. Es ist besser für dich. Die und die Energie trägt der Mensch. Der Mensch ist nicht bereit, die Energie loszulassen. Zum Beispiel betrügen. Oder anderes schlechtes Karma. Das überträgt sich, wenn man Sex hat mit jemandem. So, einen Moment. Dann noch ein bisschen die dringende Nachricht. Ich habe immer wieder Menschen, die halt unbedingt sofort telefonieren wollen und sich ganz, ganz schlecht fühlen. Und das tut mir dann auch einmal leid, aber bei mir ist wirklich wichtig, dass ihr mir eine Message schreibt und einen Telefontermin macht. Also eben zum Beispiel einfach anrufen oder so ist bei mir schwierig. Ich bin sehr ausgebucht und wenn ich live bin, dann kann ich vor allem auch wegen der Privatsphäre nicht einfach abnehmen, oder? So. Und für alle die, die neu da drin sind, ihr dürft bei diesen Speziallives, die ich jetzt auch mache, um mir die Zeit auch nehmen können, mich ein bisschen supporten, mit einem kleinen TikTok-Abo. Das ist 5.90 Franken pro Monat nur. Und dann könnt ihr in diesen Speziallives, die ich wirklich auch regelmäßig machen werde, könnt ihr mir Fragen stellen und dabei sein. Ansonsten dürft ihr aber auch immer gerne zuschauen und etwas lernen. Also in diesen Speziallives werde ich wirklich sehr viel Wissen euch weitergeben, wo euch auch sonst weiterbringt. Also es wird sich sogar einmal lohnen, mit dem Notizblock da hocken. Und ich werde auch wirklich wie in der Schule einmal mit so einer Tafel und alles werde ich euch Sachen zeigen. Ich werde euch im Frühling und Sommer mit rausnehmen in Speziallives und Ritual machen, wo ihr dabei sein dürft. Danke vielmals, Bukurie. Ich werde euch zeigen, wie man mit gewissen Symbolen zum Beispiel arbeitet, zum Negativspannen, Positives anziehen. Also wirklich, ich habe noch gar nicht richtig losgelegt. Ich habe wirklich über 20 Jahre Erfahrung. Also wenn ich schon sage Hexenstyle, dann meine ich das so im Positiven. Ich bin eine gute Hexe, ich bin eine Liebe. Hast du noch eine Engelsbotschaft für mich? Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich schau mal. Okay, es gibt etwas, wo du nicht ganz ehrlich zu dir bist und ein bisschen verdrängst. Das ist der Schlüssel. Dieser Punkt ist der Schlüssel, damit du weiterkommst. Wir reden heute von Energie und wir reden von Blockade. Und dass, wenn die Energie fließt, dass man da weiterkommt im Leben und im Liebesleben und alles und eben sonst nicht. Auch für dich, oder? Du möchtest in deinem Liebesleben vor allem auch einen Neuanfang und so. Details muss ich ja hier nicht sagen vor den anderen. Aber vor allem da würde es den großen Unterschied machen. Tu wirklich ganz ehrlich mit dir selbst und deiner Zwillingsseele ins Gespräch gehen und schau die Dinge an, die wehtun. Schau die Dinge an, die du am liebsten verdrängst und wie einfach nicht darüber nachdenken willst. Dann so wirst du sie los, lustigerweise, indem du sie konfrontierst. So wirst du sie los. Das ist deine Engelbotschaft. So. Ihr dürft übrigens auch beim Ritual, wo ich dran bin, sind ein paar Tage, wo ich dran bin und ich komme später nochmal, einfach fürs Ritual, dürft ihr entweder 10 Stutz twinten oder auch über die Webseite, also wenn ihr in Deutschland seid und so, könnt ihr auch mitmachen beim Ritual, einfach über den Online-Shop. Oder auch in England haben schon Leute mitgemacht und alles. Und USA, da kann man einfach Kreditkarte, alles mit PayPal, alles Mögliche kann man über den Online-Shop auch mitmachen und die Gebühr bezahlen. Ich brauche euren Vornamen und den Vornamen der Mutter. So habe ich das von meiner ägyptischen Großmutter gelernt. Das ist nämlich das energetische, spirituelle Tor zum Universum.
und damit arbeite ich in Ritualen und so oder für Seelenscan und solche Sachen. Und daher entweder das oder, wie gesagt, wenn ihr ein TikTok-Abo macht, dann gebe ich euch natürlich auch hier gratis den Eingang in dieses Ritual. Und dann brauche ich aber trotzdem eine Message aufs WhatsApp, bitte, mit eurem Vornamen und Vornamen eurer Mutter, damit ich euch korrekt ins Ritual aufnehmen kann. Weißt du, was auch toll war, als du mit uns im Live eine Twin Flame Meditation mit Kerzen gemacht hast? Ja, das werde ich auch wieder machen, eben vor allem in diesen Speziallives, und dann kann man dann eben auch Fragen stellen über die ganze Zwillingsseelensache, vergangene Leben, natürlich so snippetsmäßig, oder? Ein Punkt zum Beispiel. Gibt es einen Punkt in einem vergangenen Leben mit der Zwillingsseele, der eine Blockade für die Energie darstellt, wo ich mich heute darauf konzentrieren sollte, um es loszuwerden, damit die Energie besser fließt, damit ich vorwärts komme, etc. etc. Also ist schon wichtig, oder? Das werden wir alles machen, sogar für alle Chakren, oder? Also wir werden für alle Chakren, weil ich habe bisher viel auch Herz Chakra-Meditationen, gedankliche Meditationen und so gemacht, und passend aber auch zum heutigen Thema gibt es effektiv auch Wege, eine Meditation zu machen für die sexuelle Energie. Und das ist dann spannend. Und das werde ich auch in der nächsten Zeit mit euch machen, jetzt wo der Frühling auf uns zukommt. Und Frühling war sowieso die Zeit der Fruchtbarkeit und wie Wiederbelebung dieser Energien auch. Das ist wirklich so auch Tradition bei vielen Hexen und so gewesen im alten Ägypten, und all das machen wir. So. Ja. Und das andere, was ich natürlich nur sagen kann, und das ist vielleicht auch noch wichtig, ich glaube, es gibt genug von euch, die Cremeli kaufen, die vielleicht auch schon Botox benutzt haben und alles. Cool, freue mich schon drauf. Ja, ich auch, das wird cool. Cremeli, Botox, Öle, alles Mögliche, zum Hals jung bleiben, gut aussehen. Auch da kann ich euch nur mit auf den Weg geben. Die Energie, all that matters is the energy. Man kann nämlich noch so viel, man kann Schönheitsoperationen machen, man kann Botox spritzen, man kann sich voll cremen. Trotzdem wirkt man alt, wenn die Energie alt ist, wenn die Energie alt überkommt und blockiert ist und wie träge ist. Verstehen Sie, wie ich meine? Und da kommen wir nochmal in ein anderes Thema, nämlich auch das innere Kind. Oder? Das innere Kind ist das, was einem jung haltet. Man kann sein innere Teenager dann. Oder? Es muss ja nicht nur ein Kind sein. In dem Sinne, es geht um den Jungbrunnen, die jugendliche Energie, die man in sich drin hat. Meine Großmutter hat die bis ins hohe Alter gehabt. Fast keine Falten gehabt. Immer fröhlich gewesen, gescherzt, wirklich richtig cool drauf gewesen, auch mit jugendlichen Menschen und so. Mit allen Menschen ist sie klar gekommen, alle Menschen haben sie gerne gehabt. Und jeder hat sich von ihr angezogen gefühlt, die mit ihr privat zu tun hat und ein bisschen geredet hat und so. Vor allem persönlich, also ihre Aura ist natürlich schwer zu beschreiben, da hat man sich einfach wohl gefühlt. Wieso die Obermutter? Oberhexenmutter. Und ich kann nur sagen, die Energie ist das Allerwichtigste, wenn es auch darum geht, wie man aussieht. Ja? Also, wenn er auch eben mit über 40, über 50 noch gut und jung aussehen wollt, ohne Schönheitsoperationen, dann müsst ihr eure Energie schaffen. Ich fühle mich auch noch sehr jung, obwohl ich jetzt auch schon 33 bin. Ja, siehst du, und so wie man sich fühlt, so ist man auch. Aber klar, es gibt auch Leute, ich habe auch schon Leute gesehen, die fühlen sich jung, oder sie sagen das zumindest, und sehen aber doch alt aus, also und faltig. Kommt natürlich auch auf andere Sachen drauf an. Wenn jemand viel Alkohol trinkt, viel raucht, oder? Ist es halt schon eher dann die Tendenz, dass der Körper dann auch runzliger wird mit der Zeit,
oder? Da kann man noch so sich jung fühlen innerlich. Aber meistens ist es wirklich so, dieser innere Stress eigentlich, dieses, das hat Michael immer gesagt. Genau das hat Michael Jackson gemeint. Ja? Dieses innere Aufgeben, dieses, ach, ich bin jetzt erwachsen, was auf Bäume klettern, was Spaß haben. Nee, ich bin jetzt alt, ich bin jetzt erwachsen. Und wenn man mit dem anfängt, ja, dann ist der Zug abgefahren, dann sieht man dann alt aus. Und das muss nicht sein. Man kann auch erwachsen werden und dieses Kindliche beibehalten und auf Bäume klettern und Süßigkeiten essen und Spaß haben. Ich habe mir gerade vorher, habe ich so diese saure Bänder, süß-sauren Bänder, zuckrigen da gekauft und so, die Kinder halt zu mögen. Ist mir doch egal, ich stehe drauf. Oder? Und darum ging's Michael. Aber das haben die Leute nicht verstanden und ganz, ganz, ganz böse, falsche Sachen über ihn dann behauptet. Aha, Falten geht bei mir noch, aber bekomme graue Haare langsam, das stört mich. Guck, wir alle bekommen irgendwann graue Haare, aber ja, solange sie nicht so viele sind, ist ja okay. Ja, sein inneres Kind war immer lebendig, so voller Träume und Fantasien. Das war immer sehr bewundernswert an ihm. Ja, und da habe ich natürlich auch ein bisschen was damit zu tun gehabt, weil er war 24, als ich auf die Welt kam. Und bis zu dem Zeitpunkt hat man ihn gar nicht mit Kindern so gesehen. Das hat ihn nicht so interessiert. Nachher kam dann das wie hoch. Wie so eine zweite Kindheit. Durch diese Verbindung von der Zwillingsseele, weil man ja die gleiche Seele ist, hat er ständig wie dann gespürt, hey, da ist irgendwo wie so ein Kind da draußen, wo am Spielen ist und wie mit mir verbunden, ach, ich hab auch Bock zum Spielen, oder? Und so kam das dann, oder? Und ich find's halt sehr schade, aber ich bin da. Ich bin da. Und ich werde euch auch dieses Wissen und Erfahrung und Wahrheit von Michael Jackson weitergeben, die die Menschen nicht wissen, die die Menschen noch nicht kapiert haben. Weil das war sehr, sehr wichtig und ein Teil von seiner Mission als Mensch, als spezieller Mensch und spezielle Seele, die hierher gekommen ist, um euch das zu zeigen. Ja? So, also zum Glück bin ich noch hier. Und ich werde euch das zeigen, was bei ihm kein Gehör gefunden hat. Ja. Ich, die Zwillingsseele, die eben damals das Kind war und ihn beeinflusst hat durch unsere Verbindung. Da bin ich ja die perfekte Person dafür. Und das ist auch so etwas. Ich rede nicht gerne über Michael. Also, ich rede nicht gerne über Michael, ich rede schon gerne über ihn mit Leuten, die Respekt haben. Aber sagen wir mal so, es gibt ganz viele Hater und wenn ich zum Beispiel dann so Speziallives mache, werde ich sicherlich auch mal Speziallives machen, wo es erlaubt ist oder allgemein in diesen Speziallives für Abonnenten. Wenn ihr ein Abo löst, könnt ihr mich Sachen fragen über Michael. Und dann weiß ich, hey, guck, ich meine, die hat oder der hat ein Abo gelöst. Das ist schon mal so ein kleiner Respekt und Support für mich. Da werdet ihr keine Hater sein. Da kann ich dann schön erzählen und so, weil das ist Michael wichtig. Er hat keinen Bock, dass ich angegriffen werde wegen ihm und so, wenn ich ein reines Herz habe und es gut meine. Das ist ihm wichtig. Ja, und eure Lachen original gleich. Ich weiß, das ist etwas vom Krassesten. Zähne, alles, also ist schon ziemlich krass. Manchmal ist es auch für mich schräg, oder? Also zumindest gewesen. Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, aber als ich dann so immer mehr wie er aussah, vor allem nach seinem Tod, war das wie so, so sprunghaft, so, also wirklich so, keine Ahnung, wie ich es erklären soll, einfach so gewisse Details haben sich wie verstärkt. Und ich habe in den Spiegel geguckt und gedacht, hey, was lauf mit mir, Mann?
Warum habe ich die Energie von Michael in meinen Augen plötzlich? Und hat fast keine jetzt im Moment, aber ich habe sie gut gezupft. Aber eben auch das mit diesen Bartstoppeln und alles, das war auch sehr schräg. Ich so, geht also auch umgekehrt. Ich beeinflusse ihn, er beeinflusst mich. Dann ist es nur fair, oder? Ja, ich kenne dich ja seit 2015 schon und das wurde immer krasser, die Veränderung. Ja, ich weiß, gell? Ich sehe eigentlich gar nicht mehr so aus wie damals. Ich hatte kleinere Augen, ich sehe jetzt viel mehr wie Michael aus. Ich weiß schon. Aber ich habe mich wieder daran gewöhnt. Ich denke gar nicht so dran und ich versuche es auch nicht absichtlich. Also ich habe meinen Style, zum Beispiel Make-up und so, oder? Ja, also ungeschminkt ist es meistens halt auch sehr, sehr krass, oder? Weil dann, ich schmink mich halt auch sehr weiblich, aber so ist das bei Zwillingsseelen. Das ist auch so etwas. Zwillingsseelen sehen halt nun einmal aus wie Zwillinge. Darum heißen sie ja Zwillingsseelen. Oder darum heißen wir ja Zwillingsseelen. Und viele Leute heutzutage, ach, es ist ein Trend, oder ja, I'm a twin flame, you know, and this guy that doesn't care about me is my twin flame, but we don't look alike, we don't act alike, we don't feel alike, we don't behave alike, we don't even like each other, we don't even talk, he blocked me everywhere, but he's my twin flame. Das habe ich jetzt extra in Englisch gesagt, weil das ist Michaels Wortwahl. Also ich habe das jetzt kurz gechannelt, weil vor allem die Amis, wo er ja herkam, sind auf dem Holzweg. Auf dem verrotteten Holzweg. Also, ich habe jetzt noch 11 Minuten. Geht noch dieses Spezial-Live. Also, was kann ich euch noch erzählen über sexuelle Energie? Da wir schon beim Thema sind, Zwillingsseelen. Zwillingsseelen können auch sexuelle Energie austauschen, Kundalini entfachen, ganz, ganz, ganz viel Sexualmagie performen, wenn eine Zwillingsseele nicht da ist, also im körperlichen Sinne, als Mensch, inkarniert. Und in den meisten Fällen ist das eben so. Und viele Menschen verstehen das nicht, finden es zu mühsam, wollen sich nicht damit befassen, wollen einfach in dieser Konsumentengesellschaft, in der wir leben, ich will einen Mensch vor mir, den ich anfassen kann und als meine Zwillingsseele bezeichnen kann. Ja, Entschuldigung, über 90% der Menschen haben ihre Zwillingsflamme oder Zwillingsseele, die sogenannte, die Twin Flame, in der spirituellen Welt. Wie so ein Schutzengel, der oben bleibt und euch führt und euch hilft, dieses Leben zu meistern, innerlich. Von innen und von außen. Und das ist wichtig. Guck mal die Welt an. Also, will mir irgendjemand sagen, dass diese Welt einfach ist, oder wie? Wir brauchen diese höhere Führung, um diese wegzulassen, so dass beide herkommen können und sich treffen, so face to face and physical, im körperlichen Sinn. Da braucht es sehr viel. Und es ist nicht einfach. Es ist ein Kampf, es ist eine riesen Herausforderung und man muss sehr, sehr, sehr abgehärtet sein und sehr solide in der Zwillingsseelenbeziehung, um das meistern zu können. Das passiert meistens ganz am Schluss von den Inkarnationen oder wenn man so eine Art Meisterseele ist, eine aufgestiegene Meisterseele sozusagen, wo zurückkommt, um der Menschheit weiterzuhelfen. Ja. Und das sind halt alles Sachen, die
nicht richtig dargestellt werden von vielen Menschen online. Es gibt immer wieder Trends. Ich habe auch schon Leute gesehen, so von wegen Hexentipp und dies und das und ah, ich bin eine Hexe. Ja, also schön und gut. Also andere Leute benutzen das als Beleidigung. Andere benutzen das als Beleidigung für mich im Sinn von, wenn sie sich als Hexe bezeichnen und nicht wirklich eine sind und keine Ahnung haben, von was sie reden. Und dann gehen sie zum Beispiel auf TikTok, oder? Und stylen sich noch ein bisschen so, so im Sinn von, irgendwelche komischen Symbole noch aufzeichnen und hier und Make-up und ich bin eine Hexe. Nee, so läuft das nicht. Das ist nicht ein Fashion-Trend. Man wird so geboren meistens. Man wird nicht eine Hexe. Man ist eine oder man ist keine. So wie ein Medium. Man ist ein Medium oder man ist keins. Man wird nicht zum Medium. Man kann in keinen Kurs gehen und ein Medium werden. Man kann in den Kurs gehen und Karten legen lernen. Ha? So, jeder hat eine Intuition. Mit dieser Intuition, mit diesem Instinkt können wir arbeiten. Ha? Lerne die Energie zu fühlen. Ziehe nach Gefühl eine Karte. Lerne es zu interpretieren und anzuwenden auf die Situation. Aber Medium sein, zum Beispiel die Zukunft sehen, vergangene Leben sehen, Dinge aus der höheren spirituellen Dimension sehen, Dinge über Verstorbene sehen oder Babyseelen, die noch gar nicht im Bauch sind von der Mutter oder noch nicht geboren. Das ist, gehört alles in den Bereich Medium sein. Das kann man nicht lernen. So wird man geboren oder nicht. Punkt aus. Ja. Also, ihr habt jetzt noch 7 Minuten, wenn ihr da ein Abo lösen wollt und mir Fragen stellen. Ich werde in nächster Zeit regelmäßig so Speziallives machen und es lohnt sich sowieso reinzuschauen, weil ihr werdet viel lernen und ich werde immer coole Spezialthemen machen und das Ganze immer mehr ausbauen. Ich bin sogar auch schon an einem Studio für das extra dran, also wo dann wirklich so mehr Fernsehstyle und alles sein wird. Und ich einmal auch stehen kann, sitzen kann und natürlich meine Speziallives von draussen und von anderen Ländern, da freue ich mich ganz fest drauf, vor allem Ägypten und eben den Dendera-Tempel und Abydos-Tempel, hoffentlich den Sommer, also Spätsommer, nicht Mitte im Sommer, weil ich habe natürlich den kleinen Dalai Lama und den muss ich dann mitnehmen auf Reisen und es ist viel zu heiß und wahrscheinlich auch für mich viel zu heiß und wenn ich da völlig umschwitze und verschmelze, ist es natürlich nicht lustig, so live zu sein, aber ja, das wird ein Erlebnis. Ich werde euch auch in der Schweiz eben an verschiedene Kraftorte mitnehmen, in diesen Speziallives, Sachen vorzeigen, die ihr machen könnt. Ich könnte dann auch dort hergehen, wenn ihr wollt. So, mit dem Zug können wir ja an viele Orte her in der Schweiz. Und wir haben das wirklich ein tolles Land mit ganz viel guten Energien. Vor allem umso höher man raufgeht eigentlich in den Alpen. Vielleicht haben es auch gewisse von euch schon gespürt, wenn ihr gewandert sind oder ein bisschen Berge sind oder so. Wir haben wirklich, wirklich tolle Orte, spirituelle Orte in der Schweiz. Und die werde ich euch natürlich auch als erstes zeigen. Also der Frühling, schon angefangen in dem Frühling. Und da können alle dabei sein. Also Speziallives wird es aber schon auch ab und zu geben, wo nur für Abonnenten sind. Also es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, so ein kleines Abo, mit dem könnt ihr mich supporten, dass ich da vielleicht auch ein bisschen Budget zusammenstellen kann, mehr Sachen für euch auffahren kann, bei all dem, was ich da plane, wie nur schon ein gutes Internetpaket besorgen, wenn ich in Ägypten bin, damit das verhebt mobil in der Wüste und so, weit draussen, bei diesen alten ägyptischen Tempeln und so. Ich wollte in der nächsten Zeit intensiv für euch da sein, ich wollte euch mein Wissen weitergeben, das ist unbezahlbar. So ein Wissen, gewisse Sachen, die ich euch beibringen werde, könnt ihr nirgendwo anders lernen, soweit ich weiss.
Und das ist kleiner Support, den ihr mir geben könnt, bei diesen 95 pro Monat oder so ein TikTok-Abo. Und dann könnt ihr bei diesen Speziallives und Spezialvideos auch übrigens zum Lernen dabei sein auf dem TikTok. Positive, negative Energie haben wir heute besprochen und wie das Ganze Sexualität, Liebesleben beeinflusst und die eigene Attraktivität in den Augen von den anderen Menschen. Ich kann euch nur ans Herz legen, arbeitet an euch, glaubt an euch und denkt wirklich positiv über euch selber. Fühlt, nicht nur denkt, fühlt euch positiv in eurem eigenen Körper, fühlt euch attraktiv und ihr werdet das ausstrahlen. Das ist natürlich ein bisschen oberflächlich gesagt, ich werde euch noch mehr darüber zeigen, aber wie gesagt, macht doch das Abo, weil es gibt Videos, wo ihr gar nicht sehen könnt, wenn ihr das Abo habt auf meinem Kanal. Und sobald ihr das Abo habt, könnt ihr eben die Videos für Abonnenten sehen, wo ich eben auch viel mehr von diesen Sachen zeige, aktiv. Wie kann man die Energie zum Fließen bringen? Wie spürt man sie? Also man spürt sie definitiv, wenn sie euer eigener Körper ist. Und zum Beispiel das Sakralchakra, wo unterhalb vom Bauchnabel ist, wenn die Energie dort fließt, dann spürt ihr das. Es ist so wie, also wirklich wie so eine Vibration. Ihr spürt richtig, wie die Energie rausgeht, reingeht und wieder blockiert ist. Sie fließt. Ja? Und wenn ihr nichts spürt, ist es meistens ein Zeichen dafür, dass es eben blockiert ist. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Methoden. Und für alle, die auch gerne Aromatherapie und etwas haben, physisch, womit sie arbeiten können und Räucherungen, www.twineyeportal.com, das ist mein Online-Shop, meine Webseite. Da können Sie natürlich auch alle Preise sehen, Telefontermine etc. und eben Leuenfuss-Mix zum Beispiel kaufen. Das habe ich importiert aus Ägypten. Es ist nur schon vor dem Anzünden mega fein. Und es kommt mit Anleitung und das hilft zum Beispiel den Leuengeist anrufen. Und den Leuengeist könnt ihr verwenden, um negative Energie loszuwerden. In eurem Körper und eurer Aura, in den Chakren, in einem Ort, zum Beispiel eine Wohnung, eine alte, eine neue, wo ihr einzieht, oder auch eine Situation. Wirklich empfehlenswert, so etwas zuhause zu haben. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Und danke vielmals, dass ihr da zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Spezial Twin Eye Live.